Ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Call of the Wild. Wir sind hier in Silverreach Peach. Wow, Silverreach Peach? Ich habe was erblickt. Dort vorne. Wir spielen deswegen, weil der liebe Fangeber, wie ich schon erwähnt habe, auch dabei sein wird. Wir werden mit ihm jetzt dann hier auf Silverreach Peach paar Runden gemeinsam, also paar Folgen gemeinsam verbringen. Gemeinsam, er ist ein Anfänger. Das wird wahrscheinlich eine schöne Jagd werden. Jedoch, als ich jetzt so durch die Gegend spazierte, schauen, ich habe keine Bedürfnisgebiete mehr auf den Karten, weil eben resettet worden ist dazwischen. Auf jeden Fall. Könnte das diese Gruppe sein? Ich habe einen Maultierhirsch erblickt, Stufe 5. Könnte ein Diamant sein. Chancen könnten gut stehen. Ich habe die Wertung jetzt nicht erblickt, leider. Ich habe nämlich auch nur, ich hätte schießen können, aber auf 300 Meter. Die damit. Und die damit. Also ein Drilling hätte ich auch mit. Maultier Klasse 6. Also, würde ich gehen mit dem Drilling. Hätte aber eben auch die White Lock mit. Die White Lock eigentlich eben alles, was bis 4 geht. Habe aber mit der White Lock auch vorhin gerade einen Puma da erlegt. Einfach zum Testen. Ne? Und wie ich da durch die Gegend schaue von da drüben. Ein Alpino oder auch heißt. Auf jeden Fall. Da oben. Bei irgendeinem. Markiert habe auf jeden Fall. Kurz vor mir müsste jetzt auch noch ein Schwarz beauftragen. Hier drin ist der Maultisch. Ich habe leider nicht gesehen, Richtung jetzt gezogen ist. Dass wir die Spur kriegen. Und durch die Spur verfolgen. Noch keine Mehrspieler-Sitzung. Das könnte nicht freuen kann. Weibchen. Das ist das einzige Weibchen. Gar nicht da dabei. Nein, Weibchen ganz allein. Oh. Da ist er. Fünfer Maultierhirsch, meine Damen und Herren. Vor unseren Augen. Das könnte der zweite Diamant sein, den ich hier auf Video erlege. Aber diesmal halt in Silverreach Peak. Müssen auch dann nochmal auf diese andere Seite wegen den Truthähnen. Der Bär. Da gibt es ja auch den Great One vom Schwarzbär. Habe ich auch überlegt, ob wir hier in Silverreach dann das angehen. Eventuell. Aber ja. Drilling mitgenommen. Und eben die Coverman mitgenommen. Ich bin zuversichtlich, dass der Diamant sein könnte. Ich bin dumm, ich bin uns zu früh abgebogen. Er liegt hier. So. Heftiges Geweih gehabt. Sofort erkannt, das muss ein guter sein. Okay. Ein kleiner.
Sag jetzt nichts, mein Spiel ist abgestürzt. Boah, ich dachte, mein Spiel ist abgestürzt. Diamant. 327er Wertung. Wow, krass. 15 Punkte drüber. Das ist der zweite Diamant, den wir haben. So. Jetzt gehen wir darüber. Jetzt mache ich die Folge natürlich fertig. Aber Wahnsinn. Was für ein Erlebnis. Durch Zufall eigentlich hier entdeckt den Diamant. Weil hier oben treibe ich mich sonst eigentlich nicht um. Ich wollte eigentlich darüber spazieren, weil ich die Hütte auf einmal nicht mehr habe. So. Fokus. Eventuell ein Albino. Dreierbär. Im Normalfall auch nicht mit. Nach. Turn. Ich bin auch in Leuzistisch. Das ist aber auch selten. Oder in Albino. Der ist sehr selten. Einer von den beiden ist es wahrscheinlich. Hellbraun, dunkelbraun, braun. Folge. Hinrennen wird nichts bringen und dann. Meter ein. Locker ran. Aber gut. Noch trinken einmal. Bewegung. Hier rauf. Ich hoffe, es ist ein Albino. Was wäre das hier? Zwei seltene Tiere zu bekommen. Schon eine harte Hausnummer. Meter angelangt. Ich habe eher 50 Meter eingestellt. Wir werden auch nur auf diesen Albino spielen. Ich habe jetzt ehrlich, ich habe nicht einmal geschaut, ob da irgendein Tier oder so dabei war. Schauen wir mal, ob wir überhaupt die Möglichkeit dazu haben. Hier gespottet. Bisschen weiter rechts gehen. Sollte ich es haben. Position heißt, es ist in der Nähe.
Aufkommt, würde ich sagen. Drei Hammer. Einmal in Silber. Und dann also. Einmal ihn hier. Ist hellbraun? Krass, das hier ist. Okay. Kein seltenes, aber ein. Ja. Spektakel, würde ich trotzdem sagen. So. Schauen wir jetzt, was uns jetzt noch erwartet in dieser Folge. Der Maultierhirsch wäre hier auch. Fressen nochmal. Schönen Blick, also. Den Zweier, den lassen wir auf jeden Fall stehen. Gebiet entdeckt. Naja. Zweier kommt auch auf uns zu. Also, diesen Spot hier müssen wir uns eigentlich auch merken. War auch ganz schön gut dann. Ganz schön gute Perspektive. Ein Schaf. Habe ich auch noch keine. Ein Schaf werde ich halt hier drin nicht finden. Zu dicht bewachsen. Ja. Dabei. Der Zweier. Sollen zwei, die zwei lassen wir stehen. Zweier. Ganzer. Das ist so gewohnt, dass auf der 4 jetzt da.
So, jetzt möchte ich aber gerne dann. Jungs. Danke. Ich habe alles abgedeckt, auf jeden Fall auf der Karte, außer das. ISO wollte ich sagen, aber dann ist mir eingefallen, ich glaube, dass er bis 9 geht sogar. Ja, erblicken tue ich immer nichts. Ich würde den Punkt halt wirklich noch gern reinspielen, was hier lauert. Wir werden dann auf jeden Fall auch starten, so 7 Uhr, also die Uhrzeit werde ich lassen. Mal schauen, wo wir da starten. Wie gesagt, Anfänger da, glaubt oder das heißt, wir werden da vielleicht die Seen abklappern, je nach Wind. Auch aufpassen, da hätte ich ein Zelt nämlich. Werden wir uns dann ansehen. Auf jeden Fall, die Folge war mir jetzt wichtig. Eben. Weil ich den erblickt hatte. Aber wir werden da jetzt noch das Stück gehen. Über den Berg. Sollte sich noch ausgehen, aber zwar gleich jeden Moment umkommen. Aber ist schon hin. So. Wie weit? Und eigentlich sieht die Insel, oder? Das habe ich schon gar nicht mehr im Kopf gehabt. Das ist ein Hochsitz. Ja, das war sogar ein Hochsitz. Werden wir uns gleich nehmen und dann werden wir runter, Blicky. Geil, wäre hier ein Zelt da natürlich da. Machen wir jetzt ganz mit. Okay, macht nicht viel Sinn, der Hochstand gerade, finde ich. Und du siehst ja diese Weite gar nicht. So, wir blicken da auch runter. Was kann es denn der Hochstand? Reihe dabei. Ja, da kann Fünfer. Ja, auf jeden Fall braucht man hier unten da noch einen Stand. Das hat man ja dann eh da irgendwo die Hütte.
Was steht jetzt da unten? Ja? Irgendwo in dem Busch. Ist da unten gelaufen? Ich glaube, der ist nicht mehr da. Ein starker See auf jeden Fall. So, aber von mir aus kann das Ganze wieder aus sein. Sehr stark. So. Die werden wir uns jetzt noch holen. Dann war's das. Dann werde ich noch darauf gehen. Schauen, ob dann der Fangemeldschot da ist. Aber dann sehen wir uns erst in der nächsten Folge wieder. Starker Spot. Und immer merken für Wapitis. Vier Trinkgebiete. Schöner See. Könnte man natürlich auch verschönern. Zelte. Warum war bitte, das hinten nachkommt? Heute eine etwas längere Folge, eben noch durchbringen wollte. Ich merke auch gerade, warum auch immer, anscheinend habt ihr keinen Spielsound. Ich weiß nicht seit wann. Irgendwie ist die Linie durchbrochen. Ich habe das jetzt mal neu gestartet. Jetzt sollte es funktionieren. Jetzt habe ich zumindest einen Ausschlag. Sollte es so gewesen sein, tut es mir echt leid. Wahrscheinlich, wie das Spiel hängen geblieben ist. Da ist dann auch. Ah, haben schon. Braucht sich gar nicht mehr. So. Noch ein Abschluss. Den habe ich nicht getroffen. Jetzt aber. Oder auch nicht. Na gut, dann möchte ich euch nicht länger aufhalten. Den werde ich noch holen gehen. Und verhindern wird auf jeden Fall. Bis dahin, macht's gut und ciao, Papa.